zuhören zur Session Kooperation 2.0 nachhaltige Zukunft gestalten mit transformativen Skills. Und ich freue mich, dass wir heute hier eine Podiumsdiskussion haben, genau zu diesem Thema. Ich bin Judith Küritz, Programmmanagerin beim Stifterverband und leite unter anderem das Programm Transformative Skills für Nachhaltigkeit. Und dementsprechend beschäftigen wir uns vor allem in dem Bereich, insbesondere gemeinsam mit Hochschulen, unserer Community of Practice, mit diesem Thema und wie wir das in die Hochschule bringen können. Gleichzeitig sind wir aber auch in diesem Programm sehr daran interessiert, den Austausch und den Transfer zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft weiter zu stärken. Und deshalb freue ich mich, dass wir in diesem Panel sowohl VertreterInnen aus der Wissenschaft als auch aus der Wirtschaft und Zivilgesellschaft hier dabei haben. Und wir besprechen vor allem das Thema, also wie transformative Skills, also die Kompetenzen für die Transformation hin zur Nachhaltigkeit, welche das sind, was sich hinter diesem Begriff auch befindet und wie das auch mit Kooperationen mit stärkerem Praxisbezug zwischen Wissenschaft und Wirtschaft noch gestärkt werden kann. Und damit begrüße ich meine Podiumsdiskutantinnen hier, die sich gleich selbst vorstellen werden. Und es ist so, dass wir also jetzt hier in dem Panel auch gerne uns darüber freuen, wenn im Chat Fragen direkt gestellt werden können hier, die wir auch gerne dann direkt mit aufnehmen wollen. Ansonsten freuen wir uns über Anregungen und Fragen im Chat. Wir sind aber auch danach noch beim Netzwerktisch, der so heißt, wie diese Session auch nochmal, stehen wir auch nochmal zur Verfügung, um da auch nochmal weiter in den Austausch treten zu können, wenn da danach auch Interesse besteht. Aber dafür möchte ich jetzt erstmal beginnen mit der Runde hier, die sich gerne herzlich vorstellen darf. Und ich würde mit Ihnen, Herrn Freudenberg, beginnen, die Wirtschaftsperspektive hier vor allem in diesem Panel vertreten. Und da würde mich interessieren, welche Bedarfe Sie auch im Sinne der transformativen Kompetenzen, vor allem aus der Arbeitsperspektive, aus der Arbeitgeberperspektive auch sehen und wie Ihnen das in Ihrem Arbeitsumfeld begegnet. Sehr gerne. Das verbinde ich dann ein Stück weit mit meiner eigenen Vorstellung und mit meiner Stellung in unserem Unternehmen. Ich bin promovierter Maschinenbauingenieur, bin also ganz klassisch technisch ausgebildet, habe mich spezialisiert im Bereich der Produktionsorganisation im Rahmen meiner Promotion und arbeite in einer technischen Planung und Beratung, in der wir als Generalplaner nicht nur die Hülle, also das Gebäude mitsamt der Technik, die für den Betrieb des Gebäudes erforderlich sind, planen, sondern eben auch das Innere, die Anlagentechnik planen, ausschreiben und in der Inbetriebnahme begleiten, sodass wir in einem maximalen Leistungsumfang dem interessierten Kunden eine schlüsselfertige Fabrik, ähnlich wie wir das als Privatleute im Bereich eines Bauträgers kennen. Innerhalb unserer Firma EO Consultants bin ich als Abteilungsleiter in unserem Projektmanagement tätig. Wir bilden also die Klammer über all unsere Planungsdisziplinen, die wir in solch einem Realisierungsprojekt in den Ring führen und haben daher vielfältigste technische Gewerke unter unseren Fittichen. Das umfasst also zum einen Menschen, die aus der Architektur kommen. Das sind Verfahrenstechniker, das sind Lebensmitteltechniker, Maschinenbauingenieure, Wirtschaftsingenieure. Kurzum naturwissenschaftlich à la Couleur. Und daher sind auch die Anforderungen an die einzelnen Planungsdisziplinen, die wir im Bereich der Nachhaltigkeit brauchen, sehr unterschiedlich. Ganz wichtig ist aber für uns an der Stelle, das, was in dem größeren gesellschaftlichen Diskurs rund um die Nachhaltigkeit und die uns gesteckten gesellschaftlichen Ziele so anspornt, betrifft uns ganz praktisch jeden Tag, nämlich in der technischen Planung. Und diese
Skills, diese Fertigkeiten, das Know-how, was unsere Mitarbeiter brauchen, um diesen Anforderungen gerecht zu werden, lassen sich ganz allgemein beschreiben mit einer Sensibilität für die Themenlage. Also wenn wir beispielsweise zu einem Verfahrenstechniker im Bereich Lüftungstechnik sprechen, dann muss der seine Gerätschaften kennen, dann muss der auch seine Kühlmittel kennen, dann muss er in der Lage sein, einzuschätzen im Sinne des Kunden, wie diese Kühlmittel zu besorgen sind, welche Verbote auch regulatorisch am Zeithorizont zu erwarten sind, weil viele dieser Kühlmittel werden uns in der Zukunft nicht mehr zur Verfügung stehen und welche auch beispielsweise im Bereich einer Nachhaltigkeitszertifizierung doch Bonuspunkte bringen, sodass wir die von einem Unternehmen gesteckten Nachhaltigkeitsziele dann auch erreichen können. Das heißt, es ist also eine für uns eine ganz praktische Ausrichtung an den technischen Themen der Nachhaltigkeit, die wir umsetzen müssen, um die Nachhaltigkeitsziele, die sich ganz häufig in KfW-Fördermittelzielen oder in Industriezielen wie aus dem Unternehmen Leed, Briam, dem englischen Unternehmen, oder aus der DGNB, der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, dann auch wiederfinden und uns als Leitziele für unsere Planungsaufgaben dienen. Und der technische Mitarbeiter, den wir brauchen, der ist gewahr dieser technischen Themen und ist in der Lage, A, beratend unserem Kunden zur Seite zu stehen und das Ganze dann natürlich auch planerisch zu beherrschen und auch umzusetzen. Super, vielen Dank für Ihren Einstieg hier an der Stelle. Ich würde da gerne dann mit Frau Fingerhut weitermachen und Ihrer Perspektive auf das Thema. Sie kommen ja von der Bertelsmann Stiftung und haben in dem Programm Green Skills ja unter anderem eine Analyse des Arbeitsmarktes anhand von Stellenausschreibungen oder Stellenbeschreibungen gemacht. Von daher fände ich jetzt hier auch gerade ganz spannend, vielleicht auch der Link von dem, was Herr Freudenberg bereits dazu gesagt hat, was vielleicht auch Ihre Analyse dazu gesagt hat oder was Sie in Ihrer Arbeit auch in diesem Bezug schon wissen oder analysiert haben. Ja, sehr gerne. Ja, wie schon gerade gesagt, ich bin Projektmanagerin bei der Bertelsmann Stiftung. Die Bertelsmann Stiftung setzt sich ja mit verschiedensten Fragestellungen gesellschaftlicher Art auseinander. Und unser Projekt, in dem ich arbeite, ist das Thema, das große Thema Beschäftigung im Wandel. Wie gehen wir durch die ganzen Transformationen, die gerade im Arbeitsmarkt eigentlich stattfinden, damit um? Und wie können auch die Arbeitsmarktakteure, sei es Weiterbildungsträger, aber auch Unternehmen oder die Bundesagentur für Arbeit damit umgehen, damit wir möglichst viele Fachkräfte natürlich auch in dem Bereich erstellen können. Und wie bereits gesagt, haben wir einen recht großen Datensatz zur Verfügung. Wir analysieren aktuell über 60 Millionen Online-Stellenanzeigen, um zu schauen, was am Arbeitsmarkt gerade nachgefragt wird. Denn wir haben oft festgestellt, dass gerade im Weiterbildungsbereich Weiterbildungen angeboten werden, die eigentlich gar nicht nachgefragt werden. Dann wird der 15. Excel-Kurs irgendwie angeboten, obwohl gar nicht die Nachfrage danach ist. Sodass wir gesagt haben, wir müssen erstmal transparent machen, was wird gerade eigentlich gebraucht am Markt. Und ich setze mich gerade stark damit auseinander, welche Fachkräfte wir vor allen Dingen für die ökologische Transformation brauchen. Es gibt ja auch andere Bereiche, aber was jetzt dort die meiste Nachfrage ist. Und wir haben jetzt mal erste Analysen gestartet mit dem Datensatz, um uns anzuschauen, welche Berufe und Kompetenzen zum Beispiel in der Wind- und Solarbranche nachgefragt werden, um uns anzuschauen, wie sieht das denn dort mit den Berufsbildern aus, was wird dort vor allem nachgefragt, damit wir auch entsprechend qualifizieren können. Das Spannende an den Daten ist eigentlich auch, dass wir es bis auf Kreisebene runter rechnen können. Das heißt, ich kann auch sagen, in dem Kreis werden vor allen Dingen zum Beispiel Sanitär-, Heizungs-, Klima-, Fachkräfte benötigt, um gerade Solaranlagen aufs Dach zu bekommen.
Und was wir eigentlich in den Daten sehen, ist, dass es sehr regionale Unterschiede gibt in der Nachfrage. Natürlich Windenergie ist im Norden wesentlich stärker als im Süden nachgefragt. Das sehen wir auch in den Stellenanzeigen von den Fachkräften her. Wir sehen aber auch, dass gerade der Osten und der Süden sehr stark in Solarenergie unterwegs ist, dass dort entsprechend die Fachkräfte benötigt werden. Wir sehen aber in den Kompetenzen natürlich auch vor allem, dass dann zum Beispiel von der Sanitärheizungsklimafachkraft oder den Dachdeckerinnen und Dachdeckern oder der Bauelektrik dann auch Sachen gefordert werden wie Photovoltaikanlage, Solarthermieanlage, Installationen, wo zum Beispiel beim SAK in der Ausbildung gar nicht Photovoltaikanlage zum Beispiel enthalten ist, sodass man da schon Abweichungen in den Kompetenzen sieht, was vielleicht in den Lehrinhalten ist, wodurch wir dann auch daraus Schlüsse ziehen, dass dort zum Beispiel mehr weitergebildet werden muss in dem Bereich. Genau. Soweit erstmal vielleicht. Ja, vielen Dank, Frau Fingerhut, erstmal für diesen Einstieg. Ich glaube, da haben wir auf jeden Fall viele Überschneidungspunkte, zu denen wir gleich noch in der Diskussion übergehen. Aber ich würde erstmal noch zu Frau Hufnagel übergehen. Sie können sich auch gerne einmal vorstellen und Ihren Fokus in Ihrer Forschung auch im Sinne der Nachhaltigkeit in der betrieblichen Aus- und Weiterbildung. Sie werden uns da auch einen kurzen Einstieg geben und Einblick in Ihre Arbeit. Ja, gerne. Ja, ich glaube, das knüpft sehr, sehr gut an, schon an Sie beiden, also Herr Freudenberg, Frau Fingerhut, weil ich mich auch mit Kompetenzanforderungen schon beschäftigt habe, allerdings in der Finanzdienstleistungs- und IT-Branche und nicht auf der Ebene der Beschäftigten, also nicht auf der Ebene sozusagen der zum Beispiel Auszubildenden oder Lernenden, sondern auf der Ebene des Bildungspersonals. Und genau, da haben wir zum Beispiel jetzt kürzlich eine Interviewstudie gemacht und sind zu dem Entschluss gekommen, dass die Kompetenzdimensionen, die eigentlich schon bekannt sind, also Sozialkompetenz, Selbstkompetenz, Methodenkompetenz und Fachkompetenz werden meistens diskutiert, dass Bildungspersonal das mitbringen muss und die müssen lediglich noch ein bisschen erweitert und geschärft werden. Man braucht aber kein absolut neues Kompetenzmodell, wenn man von einem holistischen Nachhaltigkeitskonzept ausgeht. Also das heißt nicht nur ökologische Nachhaltigkeit, Sie haben es ja gerade selbst auch schon gesagt, Frau Fingerhut, also das sind ja auch verschiedene Aspekte und ich glaube, für uns ist auch in der Forschung da immer wichtig, dass wir einfach klar machen, wovon sprechen wir eigentlich, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen. Genau, also das ist vielleicht mal so ein Einblick in unsere Forschung, die wir machen. Ich bin jetzt auch ganz frisch, also seit 6 Tagen in einem Praxisprojekt mit drin, wo wir eben auch Bildungspersonal in einem Projekt, das über das BMBF gefördert wird, weiterbilden wollen. Also das BMBF mit dem Bundesinstitut für Berufsbildung, die machen gerade auch sehr, sehr viel die stecken auch viel Geld rein, eben in die Weiterbildung von Bildungspersonal zu dem Thema. Und da bin ich auch ganz gespannt, weil wir da tatsächlich auch diesen Branchenfokus stark suchen. Also ja, Frau Fingerhut, Sie haben es jetzt auch gesagt, Sie waren vor allem eben in bestimmten Branchen unterwegs und wir versuchen da eben auch sehr stark in bestimmte Berufe reinzugehen. Also aus berufs- und wirtschaftspädagogischer Perspektive ist das ein Trend, den wir insgesamt in der Bildung für nachhaltige Entwicklung, Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung genauer gesagt sehen. Genau, und was wir ansonsten noch machen in unserer Forschung ist eben zum Beispiel auch eine Dokumentenanalyse haben wir jetzt aktuell am Laufen von Weiterbildungsordnungen, also das heißt, wie sich dann auf beruflicher Ebene Fachkräfte weiterqualifizieren können, inwiefern Nachhaltigkeit da eine Rolle spielt. Und wir haben jetzt auch zum Beispiel zuletzt die Weiterbildungsorientierung in Unternehmen mit der Nachhaltigkeitsorientierung den Zusammenhang uns angesehen, also mit einer repräsentativen Befragung der Betriebe in Deutschland, weil sich eben zeigt, dass Betriebe, die Weiterbildung anbieten insgesamt, das ist ja nicht so, dass alle Unternehmen weiterbilden, also Betriebe, die weiterbildungsorientiert sind, auch stärker Nachhaltigkeitsmaßnahmen einführen. Das ist vielleicht auch nochmal so ein kleiner Eindruck und genau, vielleicht sage ich noch 2 Worte dazu, wo ich bin. Also ich bin eigentlich an der Uni Bamberg angesiedelt, jetzt seit ganz neuestem auch mit einem Stellenanteil noch an der TU Chemnitz eben und bin tatsächlich jetzt auch parallel noch beteiligt an einem anderen Workshop, wo ich aber eine Videobotschaft hinschicken konnte, erstmal nur.
und bin eben in der Wirtschaftspädagogik. Das heißt, wir beschäftigen uns vor allem mit beruflicher Aus- und Weiterbildung und in meiner Arbeit habe ich den Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit. Ja, super. Vielen Dank, Frau Hufnagel, auch schon mal für den Einstieg hier an der Stelle. Ich glaube, da habe ich auf jeden Fall auch schon sehr viele Fragen dazu, die ich gleich gerne stellen möchte und mit der Runde diskutieren möchte. Aber um das Panel abzuschließen in der Vorstellung, übergebe ich jetzt gern auch noch an Herrn Riederer. Sie sind ja auch bei uns in der Community, in dem Programm Transformative Skills ja auch mit dabei, mit Ihrem Projekt unter anderem Teaching for Sustainability der Uni Würzburg. Sagen Sie da gerne neben Ihrer Vorstellung zu Ihrer Person auch gerne auch direkt was zu dem Projekt. Mhm. Vielen Dank. Also mein Name ist Markus Riederer, ich bin an dieser Uni seit 1994 und war die längste Zeit Professor für Ökophysiologie der Pflanzen- und Vegetationsökologie und habe gleichzeitig auch noch als Direktor den hiesigen Botanischen Garten geleitet. Und seit gut 2,5 Jahren bin ich in Ruhestand und arbeite jetzt auch wieder in Vollzeit, kann man sagen, als Senior Professor am Nachhaltigkeitslabor der Uni Würzburg, das heißt WLAB. Und an diesem WLAB, da konzentrieren sich die ganzen Aktivitäten, die in Richtung Nachhaltigkeit an dieser Universität laufen. Judith Kölz hat ja schon angesprochen, ein Transformationsexperiment, das sich Teaching for Sustainability nennt, ist eine dieser dort angesiedelten Aktivitäten. Das koordiniere ich als Sprecher mit einem Team gemeinsam. Und wir haben uns das ziemlich verwegene Ziel gesetzt, dass wir erreichen wollen, dass in den Studienplänen aller Studiengänge an dieser Universität das Thema Nachhaltigkeit in einem bestimmten Zeitumfang verbindlich implementiert wird. Also von der Theologie bis zur Medizin und von der Literaturwissenschaft bis zur Physik sollen nach Möglichkeit alle Studierenden im Anfangsbereich des Bachelors die Gelegenheit haben, Grundlagen der Nachhaltigkeit zu erfahren, der allgemeinen Nachhaltigkeitswissenschaft zu erfahren und dann eben auch fachspezifische Perspektiven auf dieses Thema zu lernen. Also was kann die Physik, was kann die Chemie, was kann die Medizin, was kann Jura dazu beitragen, dass wir diese große sozial-ökologische Transformation schaffen. Und jetzt habe ich ein bisschen ein Problem in diesem Kreis, weil Sie alle ja sehr definierte Vorstellungen davon haben, welche Skills da eine Bildungseinrichtung wie die Universität vermitteln soll. Und da muss ich Sie leider enttäuschen, weil sich die klassische Universität nicht als Ausbildungseinrichtung versteht, wenigstens nicht überwiegend, sondern als eine Einrichtung der wissenschaftlichen Bildung. Und das sind zwei komplett verschiedene Dinge. Natürlich eine Volluniversität, wie es die meine ist, bildet auch spezifisch für bestimmte Berufe aus, die klar definiert sind. Da kann man als Faustregel sagen, alle die Studiengänge, die durch eine staatliche Prüfungsordnung die dann mit einem Staatsexamen abschließen, das sind vordefinierte Ausbildungsgänge, Medizin, Jura, die ganzen Lehramtsstudiengänge etc. Oder auch Lebensmittelchemiker, Pharmazeuten und so weiter. Aber der ganze Rest der Fächer, die verstehen sich nicht als Ausbildungsfächer, sondern die verstehen sich als Bildungsfächer. Das heißt jetzt nicht, dass die Studierenden, wenn sie da fertig sind, nur unnützes Wissen haben. Ganz im Gegenteil, eine wissenschaftliche Bildung in diesem Sinn, die strebt an, dass die Menschen, die diese Bildung genossen haben, erworben haben, dass die eben ein vertieftes und reflexives Verständnis für sich selbst, für das eigene Handeln und für die Welt haben. Und die Welt, das ist eigentlich dann diese fachliche Komponente, die natürlich im Studium eine sehr große Rolle spielt. Und ich glaube, Frau Hufnagel hat das vorhin schon sehr schön erwähnt, spätestens seit der Einführung der Bologna-Studiengänge haben wir ja diesen Qualifikationsrahmen für Hochschulabschlüsse in Deutschland
wo diese verschiedenen Kompetenzen, die Fachkompetenz, die Methodenkompetenz, die Selbstkompetenz und die Sozialkompetenz ja festgeschrieben sind. Das müssen alle Studiengänge anbieten und die korrespondieren wunderbar mit den Zielen, die wir brauchen, um damit die Studierenden die transformativen Skills erwerben können. Das, wie wir das machen, darüber können wir später noch mal reden. Es gibt da eine erhobene Hand und die will ich nicht länger blocken. Danke erstmal, Herr Riederer, an der Stelle. Und ich glaube, das ist jetzt schon eine sehr gute Frage, um die offene Diskussion, die ich hiermit einläuten möchte, auch zu beginnen. Denn was Sie ja gerade sehr gut dargestellt haben, ist natürlich auch die unterschiedlichen Bedarfe und Anforderungen, die die Hochschule vielleicht auch als ihr Selbstverständnis und auf der anderen Seite auch auf da, was sie leisten können und was die Bedarfe der Wirtschaft sind und inwiefern sie korrespondieren oder nicht oder inwiefern man sich da auch an der Stelle annähern kann. Und da würde ich dann gerne, Herr Freudenberg, in Ihre Hand dazu gehoben, gerne in die offene Diskussion gehen, dass die anderen vielleicht auf diese Frage, die wir jetzt hier gerne als Einstiegsfrage nutzen können, da gerne dazu Stellung beziehen können. Ja, sehr gerne. Und ich würde gerne anknüpfen, Herr Riederer, an das, was Sie gesagt haben. Sie haben uns also erstmal ein bisschen die Hoffnung geraubt, dass da so ganz konkret ja die Fertigkeiten, die wir als Vertreter der Industrie an der Stelle so im Tagtäglichen, im Praktischen brauchen, vielleicht gar nicht in dem Detail gelehrt werden, wie es vielleicht von uns nöten ist. Auf der anderen Seite gehört es für mich mittlerweile in unserem Zeitgeist unter den Aspekten, die Sie genannt haben, auch zum Teil unserer Bildungsrealität, dass wir über Nachhaltigkeit erfahren, dass wir vor allem in unserem Bildungsfeld die Aspekte der Nachhaltigkeit kennen und auch unsere Einflussmöglichkeiten auf unseren Einfluss auf den Planeten sensibilisiert werden. Und ich hatte in einem kurzen Vorgespräch schon einige ganz handfeste, konkrete Beispiele genannt, möchte es aber an der Stelle noch mal ein bisschen breiter fassen. Aus unserem Praxisalltag lerne ich immer wieder, dass in manchen Berufsfeldern, beispielsweise im Bereich der Architektur, wesentlich stärker zugegebenermaßen zu einem Teil von Nachhaltigkeitsaspekten gesprochen wird, als in anderen. Der Beispiel ist an der Stelle wieder der Verfahrenstechniker im Bereich Klimatechnik. Bedeutet für mich, wir sprechen zwar über den Einsatz von Holz anstelle von Stahlbeton, sprechen aber weniger über Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen einer Geothermie gegenüber einem Blockheizkraftwerk und den Auswirkungen in einer ganzheitlichen Betrachtung, Cradle to Cradle, oder auch nur unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten auf unsere Nachhaltigkeitsaspekte. Und ich glaube, dass die Akzeptanz, die wir auch in diesem Ingenieursberuf Architektur für Aspekte der Nachhaltigkeit, Beispiel wieder Holzbau gegenüber Stahlbeton, mittlerweile haben, die brauchen wir auch in anderen Feldern. Als Maschinenbauingenieur kann ich nur aus meiner akademischen Laufbahn sagen, habe ich relativ wenig im Bereich der Nachhaltigkeit erfahren dürfen und würde mich mittlerweile in der Rolle, die ich ausfülle, freuen, dort mehr von der akademischen Ausbildung heraus mitgenommen zu haben. Insofern wäre es mein Appell in unsere Vertreter der Universitäten, Stiftungen, nicht an der Stelle konkret auf die Nachhaltigkeit und all diese Aspekte der Nachhaltigkeit einzugehen, sondern vielmehr an die ganz praxisnahen Bedeutungen, die Nachhaltigkeit in unseren Berufsfeldern hat, für die wir ja ausgebildet werden in dem wissenschaftlichen Betrieb Universität, Hochschule. Danke, Herr Freudenberg. Ich
Ich wollte gerade fragen, wer aus der Wissenschaft da gerne Stellung zu nehmen möchte. Punkt, nein, ich habe gesehen, Sie haben Ihre Hand gerufen. Gerne Reaktion darauf. Ja. Ja, ich finde, das sind ganz spannende Aspekte. Und Herr Diederer, ich würde da auch vollkommen damit übereinstimmen, dass die Hochschulen auch eine andere Daseinsberechtigung haben als zum Beispiel eben die Berufsbildung. Und ich glaube, dass diese Beispiele, die wir genannt haben, Frau Fingerhut und ich, die sind eben auch stärker in vielleicht in dem berufsbildenden Bereich. Also ich glaube, Sie haben jetzt auch konkrete Berufe eben angesprochen. Und ich finde, dass die Hochschule, an der ich ja auch tätig bin und Bildung für nachhaltige Entwicklung mache, ich finde, die Hochschule hat da auch ganz großes Potenzial, eben noch stärker out of the box zu denken und noch stärker weg von ökonomischen Aspekten zu denken. Also die Hochschule kann sich leisten, auch in der Hochschullehre, noch ein bisschen weniger Gewinnmaximierung anzustreben oder Kostenminimierung und ein bisschen stärker eben diese Graubereiche sich anzuschauen. Und eben auch, also ich bin der festen Überzeugung, und so sind wir ja auch am Schluss zum Stifterverband überhaupt gekommen mit der Uni Bamberg in unserem Projekt, dass wir ein bisschen radikaler auch werden müssen in der Hochschullehre mit den Ideen, die wir entwickeln. Also ich habe selbst ein betriebswirtschaftliches Grundstudium gemacht und da ging es die ganze Zeit nur um Kostenminimierung und Gewinnmaximierung und eine andere Sichtweise wurde überhaupt nicht in Erwägung gezogen. Alternative Wirtschaftsmodelle zu unserem aktuellen Modell wurden überhaupt nicht in Erwägung gezogen und wir sehen ja aktuell, dass es so wie in dem System, in dem wir leben, dass das nicht gut funktioniert. Also selbst wenn wir kleine Anpassungen machen, das wird nicht genug sein. Wir müssen da ein bisschen radikaler werden, ist meine Meinung. Und wir müssen auch den Studierenden mehr beibringen, als einfach nur das System, das wir haben, immer wieder zu reproduzieren. Und das ist das, was wir teilweise machen, zum Beispiel in den Wirtschaftswissenschaften, in denen einfach nur Klausuren geschrieben werden und häufig zumindest im Bachelorstudium nur auswendig gelernt wird und das reproduziert wird, was eigentlich schon da ist. Also ich finde, die Hochschule hat da echt einen sehr schönen Rahmen. Nichtsdestotrotz finde ich das, Herr Freudenberg, was Sie gesagt haben, auch ganz wichtig, dass die Anbindung zur Wirtschaft dann trotzdem immer auch da ist. Und das fordert ja zum Beispiel auch BNE ganz stark mit der Transdisziplinarität. Und ich glaube, da sind wir in der Berufsbildung eben schon ein bisschen weiter, dass es für uns selbstverständlicher ist, mit zum Beispiel in der dualen Ausbildung immer Schule und Betrieb zusammenzudenken. Und ich glaube, da kann es auch schön sein, wenn die Hochschule sich mal ein bisschen auch inspirieren lässt und ein bisschen mehr Transdisziplinarität zulässt. Danke, Frau Hufnagel. Herr Riederer, Sie haben auch Ihre Hand dazu. Ja, es hat geklappt. Ich habe absichtlich ein bisschen verkürzt und geschärft. Und jetzt kann ich ein bisschen nachbessern. Natürlich gibt es viele Fächer an Universitäten. Ich will jetzt nicht von Hochschulen reden, sondern von Universitäten. Wenn man die HWs und so weiter anschauen, da sind die Verhältnisse schon sehr anders. Aber an Universitäten gibt es ja auch die ingenieurwissenschaftlichen Ausbildungsgänge und das habe ich jetzt ja gerade schon verwendet, das Wort. Das muss natürlich eine an den Erfordernissen der praxisorientierte Bildung sein. Das ist ganz klar. Was ich aber denken muss, ich muss, wenn ich dieses Projekt, was ich mir da vorgenommen habe oder was wir uns gemeinsam vorgenommen haben, wenn ich das ernst nehme, dann muss ich ja an alle denken, an alle Fächer und an alle Studierenden. Und da muss ich natürlich sehr genau hinschauen, was sind überhaupt die Erwartungen der Studierenden, wenn die Literaturwissenschaft oder europäische Ethnologie studieren oder Physik? Und was sind auch die Fachkulturen? Wie gehen eigentlich die einzelnen Fächer damit um, Themen aus der Gesellschaft aufzugreifen und in ihren eigenen fachlichen Kontext zu stellen? Das ist für mich als Naturwissenschaftler natürlich eine ziemlich große Herausforderung, das zu denken und das irgendwie hinzukriegen, aber eine unglaublich bereichernde, weil ich da sehr, sehr viel lerne. Was ich mir wünschen würde, ist zum einen natürlich, dass Gesellschaft,
Bildungswesen, Wirtschaft, in den Fächern, wo es oder in den Gebieten, wo es um wirklich auf ein definiertes Berufsbild bezogene Ausbildung geht, dass die sehr klar formulieren, was da benötigt wird. Das ist mir vollkommen klar, dass es da Anforderungen gibt, die sich ändern und die wiedergespiegelt werden müssen in dem, was in diesen berufsbildbezogenen Studiengängen gemacht wird. Ich würde mir aber gleichzeitig wünschen, dass die Wirtschaft, die Gesellschaft, das Bildungswesen sich dazu bekennt, dass heute und in Zukunft praktisch jeder Job auch eine Nachhaltigkeitskomponente haben wird. Es wird gleich, was Sie machen, ob Sie Grundschullehrer werden oder Vorstandsvorsitzender, Sie werden sich immer mit diesem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen müssen, wollen, wie auch immer, sollen auf jeden Fall. Und dafür muss die Grundlage in allen Studiengängen gelegt werden. Und solche Aussagen, die bräuchten wir ganz dringend, weil uns die helfen würden, in dem nicht ganz einfachen Konsensfindungsprozess, der ja in Universitäten beliebig komplex ist, da ein bisschen Rückenwind zu haben. Also wenn wir mehr aus der Gesellschaft, aus der Wirtschaft hören würden, ja, wir brauchen Absolventinnen und Absolventen aller Fächer, die Grundlagen der Nachhaltigkeit kennen und auf denen man dann aufbauen kann, um das für den jeweiligen Beruf spezifische dann weiterzuentwickeln, das würde uns unheimlich helfen. Danke, Henry Dara, für den Wunsch auch schon mal formuliert worden. Mhm. Der ist angekommen und ist auch, glaube ich, grundsätzlich konsensfähig, auch in dieser Runde. Frau Fingerhut, Sie haben dazu auch Ihre Hand gehoben. Ich würde auch Ihre Perspektive dazu interessieren. Ja, ich wollte eigentlich an dem anschließen, was Herr Riederer gerade gesagt hat, denn auch wir merken in unserer Forschung, was jetzt gerade die Veränderungen am Arbeitsmarkt angeht, dass eben in allen Wirtschaftsbereichen mittlerweile das Thema Nachhaltigkeit immer mehr ankommt. Man verbindet es ja ganz oft nur mit dem Bereich, weiß ich nicht, erneuerbaren Energien, Mobilitätswende, Wärmewende. Gerade durch das GEG-Gesetz ist es natürlich sehr stark und auch sehr kontrovers leider in der Gesellschaft diskutiert worden zum Thema Wärmewende. Aber es betrifft eigentlich so viele Bereiche. Also gerade das Thema Circular Economy wird ja auch immer präsenter, sag ich mal, was ja mit vielen Bereichen zusammenhängt, von Ablauf, von Kreislauf, von Abfallwirtschaft, über wie verwende ich nachhaltige Materialien. Aber es geht auch über nachhaltiges Finanzinvestment oder bis hin zu nachhaltigen Tourismus. Wie kann ich dort meine mitarbeitenden Schulen oder auch die Uni-Absolventen dafür sensibilisieren, in welchen Bereichen das eigentlich eine Rolle spielt? Also ich finde das jetzt bei uns in der Stiftung ganz schön, wo man sich vorher wenig Gedanken darüber gemacht ist, wie kann man zum Beispiel Events nachhaltiger gestalten. Das ist, hört sich so einfach an, aber wie viele Punkte da eigentlich zugehören, von dass Techniker wieder verwertbare Boxen verwenden, über dass wir ein nachhaltiges Hotel raussuchen, dass man vegan, vegetarische oder regionale Speisen anbietet. Es sind einfach wahnsinnig viele Punkte. Und das ist nur ein ganz kleiner Teil Eventmanagement, sag ich mal so, in der Gesellschaft, um einfach, ich glaube, dieses Bewusstsein muss einfach gestärkt werden, wie viele Bereiche es eigentlich betreffen kann und dass das Mindset, sag ich mal so, ein bisschen in die Richtung gefördert wird. Und gerade in der Zeit, wo ja mittlerweile auch leider ziemlich viel Ideologiekampf da reingedacht wird, sag ich mal, in das Thema, ob ich jetzt eine Wärmepumpe einbaue oder eine Gasheizung, dass man da wieder ein bisschen mehr faktenbasiert vorgeht und es nicht so emotional aufgeheizt wird, wird uns, glaube ich, ganz, ganz gut tun, sag ich mal. Ja, absolut. Das kann ich auch nur unterstützen. Und ich glaube, dass auch dieses Mindset-Thema sind natürlich auch diese branchenübergreifenden Kompetenzen, die wir in diesem Feld brauchen oder die wir grundsätzlich die gelehrt werden müssen, die eben jetzt neben den branchenspezifischen Kompetenzen genauso wichtig sind. Und da geht es dann auch
im Zweifel um Diskursfähigkeit überhaupt wieder lernen, in den Dialog gehen zu können. Und das sind auch Kompetenzen, die auf anderer Ebene gelehrt werden können, die jetzt nicht in der thematischen Vorlesung, sondern eher in der methodischen Umsetzung der Lehre sich wiederfinden müsste. Aber das nur ein kurzer Input noch von meiner Seite. Aber Herr Freudenberg, Sie hatten auch die Hand gehoben. Ja, das möchte ich nur bestärken. Letzten Endes ist es ein durchdringendes, also ein wirklich fachbereichsdurchdringendes Mindset, was wir auch unseren Mitarbeitern in unserer Tätigkeit abverlangen, wenn wir mit Kundenprojekten beauftragt sind, wo der Fokus sehr stark auf Nachhaltigkeitsaspekte gesetzt wird. Bedeutet, Frau Fingerhut, das Beispiel, das Sie genannt haben, das war schon sehr gut. Ich möchte nochmal an unser Vorgespräch anknüpfen und an Ihre Studieauswertung der Stellenbeschreibung, was ich, glaube ich, als sehr herausfordernd empfinde, weil wenn wir unsere Stellenbeschreibung dahingehend weiter detaillieren müssten, um die Aspekte, die es braucht, um die Fertigkeiten, die es braucht, auch wirklich in wenigen Bullet Points definieren zu können, würde ich mir erstmal wirklich schwer tun. Das heißt, man müsste tatsächlich solch eine generelle Ausrichtung, ein Mindset, ein wie auch immer gearteter Blumenstrauß an Fähigkeiten definieren, den auch unsere zukünftigen Mitarbeiter mitbringen müssen. Das fällt uns derzeit sehr schwer, A, in Worte zu fassen und B, dann auch fertig verfügbar von unseren Studienabgängern zu finden. Und an der Stelle stoßen wir aber auch ganz klar in unserer gesellschaftlichen Transformation an die Aspekte, Frau Hufnagel, die Sie auch genannt haben, Thema Gewinnmaxime unserer wirtschaftenden Unternehmen, weil auch unsere Wirtschaftsunternehmen, wenn wir als Planer beispielsweise in eine Standortauswahl, in eine Regionenauswahl involviert sind, die ersten Themen, die dort mit auf dem Tableau sind, sind nämlich, finden wir dort die Mitarbeiter, die wir brauchen. Und diese Mitarbeiter, die finden wir nur dann, wenn wir die Arbeitsbedingungen stellen können, die unsere Mitarbeiter suchen. Und die sind immer stärker an Aspekten der Nachhaltigkeit im Bereich des Wohlbefindens, im Bereich einer angemessenen Work-Life-Balance, im Bereich eines einfachen und nachhaltigen Commutes zur Arbeit zu finden und viel weniger in diesen klassischen, voll ökonomisch ausgerichteten unternehmerischen Aspekten der Gewinnmaximierung. Und insofern übersetzen sich diese Anforderungen, die unsere Wirtschaftsunternehmen an uns in diesen Planungsaufgaben an uns herantragen, auch immer häufiger in Aspekte der Wirtschaft, der Nachhaltigkeit in Form von Nachhaltigkeitszertifizierungen. Weil über diese Zertifizierungsmodelle, wie sie die amerikanische Gesellschaft LEED, die englische Gesellschaft DREAM oder auch in der deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, der DGNB, definiert werden, die greifen wesentlich breiter in die Aspekte der Nachhaltigkeit ein und lassen nicht nur wirtschaftliche Aspekte zum Tragen kommen, sondern eben auch das Mitarbeiterwohlbefinden, die Architektur des Gebäudes, der Einsatz der Gebäudetechnik, die Ausrichtung des Gebäudes, die Tageslichtsimulation, die wir dann fahren müssen. Also viele, viele Aspekte, die nicht direkt diesen ökonomischen Aspekten genügen, sondern auch indirekt den Aspekten, die die Mitarbeiter suchen und die auch die Stellung des Unternehmens in der Region, wir müssen uns immer wieder vor Augen halten, das Werben, das öffentlich wirksame Werben mit nachhaltigen Prozessen, Gebäuden,
Aspekten des Unternehmens werden immer wichtiger in unserer Gesellschaft und werden immer mehr zu einem Asset, was unsere Wirtschaftsunternehmen auch verkaufen können. Ja, danke für den Einblick dazu. Julia Hubnagel, Sie haben sich auch dazu gemeldet und wollten darauf reagieren. Ja, also spannende Aspekte, die Sie da ansprechen. Und ich konnte das auch in meinen Interviews feststellen, dass in einigen Unternehmen der Schwerpunkt immer noch sehr stark auf messbaren Aspekten liegt. Also wir hatten es jetzt gerade mit Nachhaltigkeitszertifizierungen und Sie haben gesagt, da wird schon sehr viel auch berücksichtigt. Das ist sehr umfangreich. Ich würde dennoch noch hinzufügen, dass es auch noch Aspekte gibt, wo wir noch gar nicht so richtig gut wissen, wie wir das messen können. Also zum Beispiel zeigt sich eine Nachhaltigkeitsorientierung auch sehr stark in der Unternehmenskultur oder eben auch in der Führungskultur, in der Mikropolitik, also in Aspekten, für die es nicht so noch keine guten Kennzahlen gibt oder eben auch in einer gewissen Vorbildrolle von Führungskräften, die wir aktuell auch noch nicht so richtig erfragen können. Und das würde ich da gerne nochmal hinzufügen, dass ich denke, hier kann sich die Wirtschaft dennoch noch ein bisschen weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist insgesamt eine Frage, die haben wir ja auch in der Wissenschaft, also Quantität und Qualität, wie können wir eigentlich Phänomene messen? Und das ist vielleicht auch eine Gemeinsamkeit von beiden, weil es kommt eben tatsächlich nicht nur auf die Kennzahlen an, obwohl das in manchen Branchen auch aktuell der absolute Schwerpunkt ist. Also gerade aufgrund der Nachhaltigkeitsberichterstattung habe ich festgestellt, dass in vielen Unternehmen eine Debatte um Nachhaltigkeit eigentlich erst aus der Berichterstattung heraus entstanden ist und deswegen vieles auch noch sehr kennzahlengetrieben ist. Und da ist bestimmt, also bei Zertifizierungen ist auch viel Gutes dabei. Dennoch glaube ich, man kann nicht alles messen. Danke, Herr Riederer, direkt dazu. Nein, ich würde eigentlich gerne auf die Chatfragen antworten, ja, weil das so mein Kernthema ist und weil wir da eigentlich nicht drum rumkommen, darüber zu reden. Das ist tatsächlich einer der Schlüsseldiskussionspunkte in dem ganzen Team und auch in den Gremien, mit denen ich hier zu tun habe. Wie macht man das denn am besten? Also es gibt ja da so die verschiedenen Ansätze. Das eine ist, was das gehen manche Hochschulen, Universitäten, die richten halt einen Studiengang Nachhaltigkeit irgendwie ein. Das ist schon ein Master oder ein Bachelor. Das ist eine Lösung, die ist relativ einfach, ist auch relativ billig zu haben von den Umsetzungsproblemen her, ist aber aus unserer Sicht nicht das, was wir eigentlich anstreben sollten, wenn wir nämlich sagen, dass das Mitdenken der Nachhaltigkeitsthematik eine Querschnittsaufgabe für alle Menschen in diesem Land ist, gleich wo sie stehen, dann können wir nicht sagen, aber es reicht uns aus, wenn wir pro Jahr 25 Absolventinnen und Absolventen eines Nachhaltigkeitsstudiengangs an einer Universität erzeugen, die 26.000 Studierende hat. Das kann es irgendwie nicht sein. Deshalb gehen wir eben diesen Ansatz, den ich vorhin skizziert habe, dass wir versuchen wollen, in geeigneter Weise, das überschreitet jetzt eigentlich hier das Thema, festzuschreiben, dass alle Studierenden, auf deren Studieninhalte die Universität Einfluss hat, also alle Bachelor-Studiengänge, nicht die staatsexamensgetriebenen Studiengänge, dass in all diesen Studiengängen eine verpflichtende Lehreinheit, ein Modul, wir denken so an einen Umfang von 5 ECTS, vielen von Ihnen sagt es ja was, der allgemeinen und der fachspezifischen Perspektive auf die Nachhaltigkeit gewidmet sein soll. Das ist dann die Grundlage und was diese Studierenden dann daraus machen und möglicherweise bieten wir ihnen dann auch noch spezifisch nach Magister- oder Masterstudiengänge an, die einen verstärkten Nachhaltigkeitsbezug haben. Aber vorher wollen wir einfach mal diese breite Grundlage legen. Es ist auch noch das Thema Zertifikate
angesprochen worden. Das ist natürlich die allereinfachste Lösung. Da sind an meiner Universität 2 solche Zertifikate realisiert. Das macht so gut wie keinen Aufwand. Man muss jemanden haben, der das verwaltet. Aber es gibt auch keinen wirklich so bis ins Letzte durchdachten Zugriff auf die Inhalte. Weil in der Realität ist es so, dass einfach alle möglichen Veranstaltungen bis hin zu Ringvorlesungseinzelteilen werden dann da für zertifikatsfähig erklärt. Die Studierenden können sich da die Punkte gut schreiben lassen und hernach kriegen sie halt ein schönes Zertifikat, das natürlich besser als nichts ist für den Lebenslauf, aber es ist sicher nicht genau das, was wir eigentlich wollen, nämlich die grundlegende Integrierung des Nachhaltigkeitsdenkens in alle Studiengänge. Absolut, das stimmt natürlich. Es ist, glaube ich, ein sehr schmaler Grat, auf dem man sich auch in dem Sinne bewegt, auf was die richtige Herangehensweise an der Stelle ist. Aber und natürlich auch dann irgendwie, was die Zielrichtung ist, auf der wir uns bewegen. Das muss jede Uni, jede Hochschule selber finden. Da gibt es keine Pauschallösung. Frau Fingerhut dazu. Ja, ich finde das einen sehr spannenden Ansatz, den Sie da fahren, dass Sie sagen, in jedem Studiengang sollte mindestens 5 ETCS-Punkte in dem Bereich Nachhaltigkeit sein. Denn womit wir uns auch viel auseinandersetzen, ist, dass es, jetzt sind wir eine Person weniger, aber gut, kommen schon gleich wieder rein. Genau, dass wir uns auch damit auseinandersetzen, dass eben diese Green Skills, wenn man sie so nennen will, oder Nachhaltigkeitskompetenzen, ja sowohl allgemein sind, also ein bisschen Richtung Mindset gehen, was ich eben schon gesagt habe, aber dass es eben auch wahnsinnig viele berufsspezifische nachhaltige Kompetenzen geben muss, die ja auch in einer gewissen Weise irgendwo vermittelt werden müssen. Und was Sie auch eben meinten, Herr Freudenberg, wir schreiben in den Stellenanzeigen wenig nachhaltiges Mindset rein. Das finden wir auch wirklich super wenig. Also es gibt Soft Skills wie Umweltbewusstsein oder so, aber das ist in so wenig Stellenanzeigen drin, weil es ja auch sehr unspezifisch ist, sag ich mal, dass man das da reinschreibt. Was wir dann aber hingegen schon versuchen, ist zu identifizieren, Kompetenzen, die halt eher in Richtung Nachhaltigkeit gehen. Also Montage von Photovoltaikanlagen würden wir jetzt als eine nachhaltige Kompetenz, sag ich mal, identifizieren oder klassifizieren. Aber sie ist jetzt ja nicht übergreifend, sag ich mal, berufsübergreifend, sondern sehr speziell für einen bestimmten Berufsbereich, sag ich mal. Und da fände ich es spannend, wenn wirklich in den Studiengängen sowohl so ein bisschen eher an das nachhaltige generelle Mindset geht, aber wenn man halt wirklich in jedem Studiengang das verankert und dann auch spezifische, berufsspezifische oder studiengangsspezifische nachhaltige Kompetenzen anbietet, die eher in den fachspezifischen Bereich gehen, fände ich das sehr spannend, weil wir merken ja auch, dass es einen sehr großen Unterschied zwischen, sag ich mal, Mindset oder auch transformativen Skills und richtig berufsfachlichen transformativen Green Skills gibt. Genau. Danke für den Input. Frau Hufnagel, Sie haben sich auch dazu gemeldet. Genau, ich würde auch direkt an die Diskussion zur Integration in der Hochschullehre oder an der Hochschule insgesamt anknüpfen. Erster Punkt dazu, jetzt aus der Perspektive einer Nicht-Professorin oder nicht-entfristeten Angestellten an der Universität, finde ich auch, dass wir da auch von Unternehmen lernen können, dass eben auch Kapazitäten oder Ressourcen bereitgestellt werden, weil ich stelle fest, dass ich in den letzten Jahren mich einfach unglaublich stark in den Bereich eingebracht habe und das eigentlich leider Gottes für mich, also das passiert absolut in meiner Freizeit, das ist wie Ehrenamt, was ja auch nett ist, aber ich finde, an Hochschulen haben wir einfach das große Problem, dass die Kapazitäten sehr beschränkt sind und dass einfach sehr wenig Freiraum auch gewährt wird oder auch sehr wenig Ressourcen bereitgestellt werden. Also ich muss um alles, was ich irgendwie machen möchte, an der Uni kämpfen. Und es ist auch tatsächlich nicht so leicht, wenn man eben noch nicht den ProfessorInnen-Titel hat. Und das ist tatsächlich eine sehr große Einschränkung. Und das stelle ich schon fest, dass es in Unternehmen insgesamt ein bisschen besser läuft in der Hinsicht, dass einfach schneller reagiert wird. Also das Unternehmen, wenn sie sagen, das ist jetzt ein strategischer Punkt, dann wird es auch zum Beispiel im Budget berücksichtigt und so weiter. Und ein zweiter Aspekt,
den ich noch kurz ansprechen wollen würde. Also wir beschäftigen uns ja auch eben mit dem Thema transformative Skills für Nachhaltigkeit mit dem Stifterverband. Und ein Thema, das wir häufig besprechen, ist eben diese Diskrepanz zwischen ein einheitliches Modul zu Nachhaltigkeit für alle anbieten, vielleicht sogar übergreifend und dadurch interdisziplinären Austausch ermöglichen und andererseits eben tatsächlich diese Berufsspezifika oder auch Disziplinspezifika zu berücksichtigen. Und ich glaube, das ist gar nicht so einfach aufzulösen. Und ich finde auch, also was wir auch gerade feststellen, ist, dass Studierende auch erstmal ein disziplinäres Verständnis entwickeln müssen. Also Bachelorstudierende haben noch gar nicht dieses Verständnis von einer Disziplin, die sie gerade anfangen zu studieren, dass sie dann auch wirklich sinnvollerweise aus ihrer Disziplin ihre Perspektive auf das Thema Nachhaltigkeit geben können. Da wird mich auch nochmal, das werfe ich mal so in die Runde, weil wir das öfter bei uns diskutieren, wird mich auch interessieren, was Sie dazu denken. Herr Freudenberg, Sie haben direkt auch die Hand dazu gehoben. Das ist natürlich auch die Frage, inwiefern dann, wir hatten in unserem Vorgespräch auch über den verstärkten Praxisbezug gesprochen, der da vielleicht auch solche Brücken stärker bauen kann oder auch überhaupt, wie empfinden Sie auch den aktuellen Praxisbezug oder haben Sie da auch vielleicht nochmal auf das Thema sozusagen Kooperation zurückzukommen, auch schon selber Kooperationen mitgemacht mit der Wissenschaft oder mit den Hochschulen und können darauf vielleicht auch aus Ihrem Erfahrungsschatz dahingehend berichten? Ja, sehr gerne. Also tatsächlich den Punkt, auf den ich jetzt direkt einsteigen wollte, war das Thema höhere Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an die Bedürfnisse, die uns als Unternehmen auch umtreiben. Und das ist tatsächlich so. Und aus dem wirtschaftlichen Bestreben heraus Beratungsansätze zu liefern, technische Lösungen in der Lage sein zu erarbeiten, müssen wir uns natürlich den Anfragen unserer Kunden auch anpassen. Das heißt, wenn wir merken, in 1, 2, 3 in immer häufiger werdenden Anfragen werden wir zu unterschiedlichen Aspekten der Nachhaltigkeit in ganz praktischen, technisch getriebenen und damit in dieser Diskussion in einem sehr engen Feld der Nachhaltigkeit konfrontiert, dann ist das für uns ein direkter Anlass, um unter unseren wirtschaftlichen Zielen eben auch schnellstmöglich darauf zu reagieren. Das machen wir als Beratungsunternehmen. Was tun wir dann? Wir haben interdisziplinär einen Arbeitskreis, ein Kompetenzcenter eingerichtet, das sich ausschließlich mit Aspekten der Nachhaltigkeit in unseren Planungsaufgaben befasst. Das heißt, wo können wir den Kunden maximal effektiv erziehen? Welche Aspekte frühzeitig in der Planung zu berücksichtigen, ihn aufzuklären, welchen Nutzen auch er von diesen Nachhaltigkeitszielen hat und wie können wir diese in einem ganzheitlichen Beratungsansatz erstmal platzieren, zur Entscheidung bringen und dann eben auch technisch umsetzen. Und das sind extrem spannende Diskussionen, weil wir von Reinraumplanung im Pharmabereich über Lebensmittelproduktion, von mir aus in der Fleischindustrie, bis in die Rüstungsindustrie arbeiten und dort unterschiedlichste Kunden haben, die in einem generellen Ansatz Nachhaltigkeitsziele verfolgen, die aber in den Planungsaufgaben sich sehr unterschiedlich widerspiegeln. Und unsere Herausforderung ist es, in so einem komplexen Projektumfeld unsere Kunden zu begleiten, diese Fragestellung konkret zu beantworten. Wir können es uns in unseren Realisierungsprojekten nicht leisten, ein halbes Jahr über Dinge zu sprechen. Wir müssen sie knapp, prägnant, fassbar, entscheidungsfähig vorbereiten, sodass wir dann auch in der Lage sind, mit der Planung und mit der Ausführung voranzuschreiten. Und ja, das muss dann pragmatisch erfolgen. Und
Nein, wir können die vielleicht etwas flüchtigeren Aspekte der Nachhaltigkeit dann an der Stelle nur sehr schwierig berücksichtigen. Liegt einfach in der Natur der Dinge, weil wir sie nicht in der Lage sind, greifbar darzustellen und damit auch greifbar einen Nutzen für eine Entscheidung vorzubereiten. Aber das ist für uns extrem wichtig, diesen Anforderungen schnell gerecht zu werden und dann auch mit entsprechenden Beratungs- und Planungsansätzen antworten zu können. Und das Thema Zertifizierungsmodell, das heißt, die Unternehmen zertifizieren ihre Gebäude, ihre Prozesse auf Nachhaltigkeitsmodelle, wie von den vorher genannten Unternehmen LEED, BREEAM oder DGNB, ist für uns ein Vehikel, diese allgemein gesellschaftlichen definierten Anforderungen an die Nachhaltigkeit herunterzubrechen in unser berufliches Umfeld und dann gesteckt an den unternehmerischen Zielen, ob wir eine Silber, Bronze, Gold oder auch eine Platin-Zertifizierung anstreben, dann auch umsetzen können, weil wir müssen auch den wirtschaftlichen Bedürfnissen unserer Unternehmen gerecht werden, die manchmal gewillt sind, mehr dort in die Nachhaltigkeitsaspekte zu investieren und manchmal aber auch unter den Tatsachen des wirtschaftlichen Treibens nicht in der Lage sind, so viel zu investieren. Und dann schließt den Punkt zunächst mal ab. Ja. Vielen Dank für die Ausführung an der Stelle. Ich glaube, es ist auch, man hat es ja in Ihren Ausführungen jetzt auch nochmal gemerkt, das ist schon ein, es hat seine Vor- und Nachteile, die regulativen Forderungen von der Politik, die umgesetzt werden müssen, die eben dann natürlich auch zu durchaus Spannungen führen, wenn man sie umsetzen muss als Unternehmen, gleichzeitig aber natürlich dann, wie Sie es gerade beschrieben haben, auch als Vehikel genutzt werden können, das auch stärker dann mit umsetzen zu müssen, weil man es muss. Ich glaube, das ist auch ein Aspekt, der irgendwie einem in der Entwicklung und Weiterentwicklung hilft, wenn man Punkte hat, an dem man nicht vorbeikommt und daraus von da aus anfangen kann, auch das weiterzuentwickeln. Ja, und wenn ich das noch einwerfen darf, wir sind ein wirtschaftendes Unternehmen. Das heißt, wir können nur auf die Kundenaufträge reagieren, die an uns gestellt werden. Das heißt, in erster Instanz muss das Unternehmen, das eine Fabrik, ein Logistikzentrum, ein Bürokomplex erstellen möchte, das muss für sich schon entschieden haben, dass Nachhaltigkeit ein Thema für sie ist. Wir als Berater können an der Stelle noch beratend beeinflussen, inwieweit dieses Thema zum Tragen kommt, in welchen Aspekten und wie viel Geld das kostet, die gesteckten Ziele umzusetzen und können das auch erfolgreich begleiten. Aber der Wille, in Nachhaltigkeit zu investieren, das muss das Unternehmen mitbringen. Sonst sind wir auch in der Lage, nicht gegen deren Willen, gegen deren Planungsprämissen diese Ziele mit in das Planungsvorhaben einzuflechten. Ja, danke nochmal für die Erläuterung. Es sind natürlich die Interdependenzen, die es dann auch in jedem Umfeld dann schwierig oder leichter machen, sich in Richtung Nachhaltigkeit weiter zu transformieren. Ich möchte mich an der Stelle schon mal für die Diskussion bedanken, die wir hier leider jetzt langsam sich dem Ende neigt. Aber ich würde die letzten Minuten gerne noch nutzen, um Ihnen noch einmal die Möglichkeit zu geben, ein kurzes Schlussstatement aus Ihrer Perspektive zu geben. Was haben Sie vielleicht aus der Diskussion mitgenommen, auch aus unterschiedlicher Perspektive, die wir hier vertreten haben, noch dazugelernt oder nehmen Sie vielleicht auch noch mit auf oder ist Ihnen noch vorher noch nicht vielleicht als Perspektive untergekommen? Und was nehmen Sie mit aus dieser Diskussion? Damit würde ich gerne die Runde abschließen und würde dann für gerne bei Herrn Riederer starten.
Ja, was ich mitnehme, ist natürlich, was man immer mitnimmt, wenn man über Nachhaltigkeit redet, dass alles beliebig komplex ist. Und das müssen wir aber abbilden und berücksichtigen. Und das ist gerade eines der Themen, was ja eine gute Hochschulbildung für nachhaltige Entwicklung eigentlich auszeichnen sollte. Also mit multiplen Komplexitäten umzugehen und auch mit Ambiguitäten und mit Unsicherheiten umzugehen. Das hat sich auch aus, was Herr Freudenberg aus seiner Praxis berichtet hat, ja auch gezeigt. Das ist ja auch alles nicht sehr eindeutig. Also das hat mich heute bestärkt, dieses Thema noch weiter zu spielen. Was ich auch mitnehme, das ist, glaube ich, von der Frau Hufnagel gekommen. Das hat mir sehr gefallen. Ich fahre gerade für mich so eine Privatkampagne zu einer Repolitisierung der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Weil mir das einfach nicht gefällt, dass man die ganze Verantwortlichkeit für die sozial-ökologische Transformation so mehr oder weniger privatisiert und so den Eindruck vermittelt, Hafermilch, das reicht schon, um die Welt zu retten. Und in Wirklichkeit braucht es viel, viel mehr. So, jetzt. Danke. Danke, Frau Fingerhut. Ja, also ich nehme auf jeden Fall aus der Diskussion mit, dass Nachhaltigkeit uns einfach alle betrifft und immer weiter betreffen wird und wir das einfach in der Bildung, sei es Hochschulbildung, berufliche Bildung oder auch Weiterbildung mit berücksichtigen müssen. Aber die große Frage ist halt, wie vermittelt man gut nachhaltige Kompetenzen oder Green Skills, wie können wir das gut verankern? Und ich fand den Ansatz, den Herrn Riederer beschrieben hat, sehr, sehr gut und nehme den auf jeden Fall nochmal drauf mit, dass man darauf nochmal drauf umdenken sollte, glaube ich. Und was man aber auch gemerkt hat, fand ich jetzt in der Diskussion, dass ja eben auch die verschiedenen Akteure, sei es Universitäten oder Unternehmen, aber auch Zivilgesellschaft, einfach unterschiedliche Ziele haben oder Wirkungslogiken haben, wonach sie handeln und dass man das eben auch in der Zusammenarbeit, glaube ich, gut berücksichtigen muss oder auch kommunizieren muss, damit man die Erwartungen, sag ich mal, an eine Kooperation oder Ähnliches vielleicht auch nicht enttäuscht oder dann auch eben gut am Ende was bei rumkommen kann, wenn man da gemeinsam das Thema angehen will. Dankeschön, Herr Freudenberg. Ja, was habe ich mitgenommen? Wieder ein Funken mehr Hoffnung. Und ich möchte auch den Herrn Riederer an der Stelle ganz deutlich bestärken. Ich glaube, es braucht eine zentrale Integration eines Nachhaltigkeitskurses, Fachs, wie auch immer, in unsere Bachelorstudiengänge, um gewahr zu sein für die vielfältigen Auswirkungen, die Nachhaltigkeit in unser späteres berufliches Handeln auch hat und wo wir uns auch entsprechend weiterentwickeln können in vielleicht dem späteren Bachelorstudiengang oder auch weiterführend in einem Master oder einer Promotion. Von der Frau Fingerhut habe ich gelernt, dass ich doch nochmal unsere Stellenausschreibung ganz deutlich überprüfen sollte, weil ich glaube, auch wir als Unternehmen, die Anreize in die Wissenschaft sendet, müssen auch deutlicher in unserer Kommunikation werden. Herr Riederer, Sie haben gesagt, Sie brauchen das Feedback von dem, was die Unternehmen so brauchen. Und da muss ich mir tatsächlich auch an die eigene Nase fassen, da sind wir noch nicht gut genug. Wir wünschen uns zwar ganz viel von unseren Absolventen, müssen aber auch an der Stelle klar definieren, was sie denn mitbringen müssen. Und ja, das sind vielfältigste und auch schwer für uns zu definierende Fertigkeiten. Und dieses Mindset, es ist so ein schwammiges Wort, aber es ist leider, wie es ist. Also es braucht einen Denkansatz, der vermittelt werden muss, den müssen wir auch anfragen. Und Herrn Riederer, Ihnen möchte ich auch noch mitgeben, dass neben diesen Zertifikaten, das muss ja kein Zertifikat sein, das einem Studiengang zuteil wird, sondern das kann ja auch eine Weiterbildungsmaßnahme im Rahmen eines Studiengangs sein. Also ich aus der Produktionsplanung kommend, habe dann so ein bisschen unter diesen Gewinnmaximierungsaspekten auch Six Sigma
verschiedene Schwierigkeitsgrade absolviert. Und an der Stelle wäre es doch viel interessanter für die Absolventen von morgen zu lernen, wie sie eine Zertifizierung für ein Unternehmen umsetzen könnten, wie sie solche Aspekte für sich stärken können und sich dann auch damit besser verkaufen können für die Unternehmen, die sie später gerne anstellen möchten. Dankeschön. Dann gerne auch noch Frau Hufnagel. Jetzt ja, Mal. Ich... Oh, große Verantwortung. Ich mache es ganz kurz. Ich fand es super, Herr Dieter, dass Sie das nochmal aufgegriffen haben mit der Verantwortung. Und ich bin absolut bei Ihnen und gegen eine Verlagerung der sozioökologischen Transformation in den Privatbereich, die ich übrigens auch in meinen Interviews in der Wirtschaft festgestellt habe. Da wird nämlich auch teilweise darauf verwiesen, dass es die Leute halt einfach privat machen oder nicht. Und das, finde ich, ist einfach zu wenig. Also ich glaube, da haben dann doch Unternehmen und Hochschulen wieder was gemeinsam. Und dann nehme ich auch nochmal ganz stark mit, dass es eigentlich immer wieder um Komplexität geht und dass vielleicht auch teilweise eine Modellierung von Kompetenzen dafür auch nicht ausreicht, sondern dass es eben dieses schwammige Mindset ist. Herr Freudenberg, wie Sie es gerade gesagt hat, ich glaube, das hat sich hier immer wieder gespiegelt. Und da ist für mich auch immer noch so eine bestehende Frage, wie schaffen wir denn ein einheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit, das, glaube ich, in der Hochschule schon ein bisschen mehr da ist als in Unternehmen aufgrund dieser Branchen- und Berufsspezifika. Und das ist was, wo ich, glaube ich, noch weiter so drüber nachdenken werde. Dankeschön. Ja, und damit Dankeschön an Sie alle für die Diskussion und für die Appelle auch zum Schluss. Ich glaube, die sind für mich auf jeden Fall angekommen und werde ich auch weiter auch in meiner Arbeit mittragen. Danke, dass Sie mit mir und mit Ihnen allen gemeinsam diskutiert haben. Und ich freue mich, wenn wir uns an der einen oder anderen Stelle wiedersehen. Bei manchen bin ich mir sicher, bei anderen freue ich mich, wenn es so bleibt. Und auch danke an unsere Zuschauenden.